Hi zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war bei DM und ich packe so meine Sachen aus und dann denke ich mir, hä, warum mache ich nicht einen Haul? Genau, und deswegen habe ich alles wieder rausgekramt und zeige euch, was ich beim DM gekauft habe und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Boah, ich bin jetzt gerade mega blassig in der Kamera, ne? Gegenüber meinen Arm. Ja. Läuft. Hier ist die Tüte und da zeige ich euch jetzt mal, was ich so eingekauft habe. Das Coole ist, dass ein DM bei uns geschlossen hat und der hatte 50 bis 70% auf alles. Ja, als ich das erfahren habe, war schon so gut wie die Hälfte vergriffen, aber ich konnte noch einiges mitnehmen und das werde ich euch jetzt zeigen. Das erste, was ich mir mitgenommen habe, ist so ein Peeling. Handschuh. Das kann man unter die Dusche nehmen und gerade jetzt für den Sommer finde ich das mega praktisch, damit man einfach diese alten Hautschüppchen entfernt und sich dann einfach richtig schön bräunen kann und dann einfach eine gleichmäßige Bräune hat. Und ja, genau. Wenn man dann noch dieses Aloe First, was ich euch gezeigt habe, ich habe das in der letzten Zeit benutzt, wenn ich mich gebräunt habe. Oh mein Gott, die Bräune wird so schön. Vielleicht seht ihr das. Ich war irgendwie 2 Stunden draußen und ich wurde so schnell braun. Der absolute Wahnsinn. Ja, also das in Kombi mit dem Aloe First. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, über was ich da gerade spreche, schaut euch mein Aloe Vera Video an. Da zeige ich euch die Produkte, von denen ich so begeistert bin. Ja, macht es auf jeden Fall eine richtig schöne Bräune. Das macht ihr einfach unter der Dusche und das hat irgendwie 80 Cent gekostet. Ja, ich kann euch natürlich jetzt die Preise nicht so genau sagen, weil wie gesagt, es war auf alles mindestens 50%. Dann habe ich mitgenommen meine Rasierer. Die kaufe ich jetzt, glaube ich, schon seit 15 Jahren. Das sind immer dieselben von Gillette, die Simply Venus. Und damit bin ich echt super zufrieden. Sie machen einfach ein schönes Hautgefühl. Ich benutze auch keinen Rasierschaum. Ich rasiere mich im Prinzip mit meinem Duschgel. Das habe ich aber auch schon immer gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass... klar, so Stoppeln kommen schnell, aber dass meine Haare so richtig nachwachsen, habe ich überhaupt gar nicht mehr das Gefühl. Ja, komisch, ne? Eigentlich kommt es ja nur durchs Epilieren, aber wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Auf jeden Fall habe ich mir die auch nochmal direkt mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen einmal von Green Soap das Dishwash mit recyceltem Plastik, finde ich richtig, richtig gut. Ja, ein Handgeschirrspülmittel, genau, das Wort habe ich gesucht. Und das finde ich richtig gut, weil es riecht einfach mega. Das riecht, ich weiß nicht, was da drin ist. Da sind irgendwelche, keine Ahnung, hier so ein Radieschen drauf und rote Beete. Es riecht aber einfach mega. Ja, das steht bei mir in der Küche und das sieht auch total schön aus, weil so das auch noch daneben steht. Und das ist einmal eine Handsoap, also eine Handseife, 100% natural und das riecht mega. Und dieser Duft bleibt einfach voll lang auf eurer Haut. Und oh, das riecht so angenehm. Das ist wieder voll der Papa-Duft. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ja, glaube ich, schon in meinem letzten Video so einen Papa-Duft. Und das ist auch voll der Papa-Duft. Ja, und hier steht auch dran, dass das nicht an Tieren getestet wurde. No Animal Testing. Dann habe ich mir mitgenommen einmal von Vic das Triple Action Hustenbonbon mit zuckerfreien Sirup ohne Zucker. Genau, so sieht's aus. Das spiegelt natürlich jetzt super in der Kamera. Auf jeden Fall ist hier in diesem Bonbon so eine Flüssigkeit drin. Mich hauen die jetzt ehrlich gesagt nicht so um. Also das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe immer in meinem Auto so Hustenbonbons oder auch so ganz normale Kaugummis oder so. Ja, und die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Aber die werde ich mir nicht nochmal holen, weil das mit diesem Flüssigen in der Mitte fand ich jetzt nicht so geil. Dann kam auch mit diese Loveables. Das ist neu. Hier oben steht neu. Ein SOS Anti-Flecken Soforthilfe Flecken Entferntücher entfernt hartnäckige Flecken wie Make-up, Rotwein. Einfachste Anwendung to go. Passt in jede Handtasche für alle Farben und Textilien. Ein Stück to go. Genau, also wenn man mal irgendwie unterwegs ist, also einfach in die Handtasche packen, wenn man mal sieht, gerade beim weißen Hemd, dass man irgendwie doch ein Make-up
Make-up-Rand, einen Make-up-Rand hat und man will irgendwie noch essen gehen, kann man das dann damit entfernen oder man isst irgendwie Essen und man hat beim Rotwein trinken gekleckert, kann man das wohl damit auch direkt entfernen. Also bin ich mal gespannt, ob das wirklich so gut ist, wie es hier drauf versprochen wird. Dann habe ich mitgenommen von Denk mit die feuchte Möbelpflegetücher, schon reinigend, streifenfrei, ohne Nachwischen. Genau, solche Tücher finde ich ab und zu, also nicht immer, aber ab und zu ganz sinnvoll, gerade für die Toilette, damit man das nicht immer direkt, also Handtücher, dann auch in die Waschmaschine schmeißen muss. Finde ich solche Pflegetücher echt gut. Dann musste ein Fixing Spray mit. Ich habe letztens eine Zuschauerin von mir geschminkt für ihren Abschlussball. Das Video wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und da brauchte ich natürlich ein Fixing Spray, weil das Make-up ja lange, lange halten soll. Und da habe ich dieses von Trend It Up, hat der Moritz mir mitgenommen, das Expert Fixing Spray. Also ich liebe ja Fixing Sprays, weil es einfach das Make-up nochmal so richtig, richtig schön macht und einfach so gleichmäßig alles aussieht und der Highlighter auch nochmal richtig krass rauskommt. Also ich liebe diese Fixing Sprays. Zum Thema Trend It Up und Denk mit, das sind ja beides Marken von Balea. Ich bin aktuell, was diese ganze tierversuchsfreien Produkte angeht, leicht verwirrt, weil ich habe mich bisher immer an PETA orientiert, an diese vegane Kosmetikliste. Allerdings gibt es ja ein von Deutschland zertifiziertes Kennzeichen und das ist ja diese vegane Blume, was einfach bedeutet, dass das Produkt vegan ist und tierversuchsfrei und das ist das einzig zertifizierte Label in Deutschland. Und CD kennt ihr auch bestimmt die Marke, ich habe früher nur immer das Deo davon benutzt. Die haben jetzt diese vegane Blume, aber PETA hat die nicht auf ihrer Liste. So, und jetzt habe ich PETA angeschrieben und habe gesagt, hey Leute, wie sieht's aus, warum steht CD nicht auf eure Liste? Ja, und PETA antwortet mir nicht. Ich habe dir jetzt schon dreimal angeschrieben und das lässt mich natürlich an PETA zweifeln. Das habe ich denen auch so geschrieben. Ich bin jetzt mal gespannt, weil was mich ja auch zweifeln lässt, ist diese ganze Balea-Geschichte. Wenn man im Internet recherchiert, heißt es, dass Balea zwar keine Tierversuche macht, aber sie bestätigen das auch nicht richtig und wenn man aber im Laden geht, ich meine, okay, die Kassiererinnen haben meistens eh keine Ahnung davon, also die meisten zumindest, die sich damit halt auch nicht auseinandersetzen, warum sollten sie es auch, die sagen zwar immer, Balea ist tierversuchsfrei, weil da ja auch vegan draufsteht, aber vegan heißt nicht gleich tierversuchsfrei. Ja, auf jeden Fall, es würde mich mal interessieren, wenn unter euch Zuschauerinnen sind, die sich mit dem Thema bisher auseinandergesetzt haben, die sich auch sehr für das Thema interessieren. Schreibt mir doch mal bitte, an welchen Listen ihr euch orientiert. Ob ihr jetzt wirklich sagt, nee, PETA ist da schon eine gute Quelle. Weil ich habe auch gehört, dass Firmen viel Geld bezahlen müssen, um auf die PETA-Liste zu kommen. Ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr, wie ihr darüber denkt und wie ihr euch da verhaltet. Weil im Moment bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Also klar. Wir brauchen uns jetzt nicht darüber zu halten, L'Oreal, Manhattan und so weiter. Das sind immer noch Themen, die für mich tabu sind. Aber gerade so Balea, da bin ich mir echt unsicher. Ja, ist es jetzt tierversuchsfrei, ist es nicht? Was ist mit CD? Ja, keine Ahnung. Schreibt mir mal, das fände ich echt cool und super nett, wenn wir uns da so ein bisschen unterstützen würden gegenseitig. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Produkt, was ich gekauft habe. Und zwar sind das so kleine Spangen von Eblin in Matt-Optik. Die kann man immer ganz schön verwenden, wenn man die Haare hier hinten so zusammen macht. Gerade jetzt für den Sommer, weil dann mache ich das eh nicht so gerne, wenn die Haare so im Gesicht hängen. Daher musste das auf jeden Fall auch noch mit. Genau, so. Und das war es auch schon mit meinem kleinen, aber feinen DM-Haul. Ich hoffe, euch haben die Produkte gefallen. Und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, würde mich das natürlich total freuen. Abonniert mich gerne unter dem Video und aktiviert auch die Glocke, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Weil wenn ihr nicht die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch nicht mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch schöne Sommertage. Macht's gut, eure Vanessa. Tschüss!